Ich wurde gefragt, warum sich ein Reihenschwingkreis bei Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz wie eine Kapazität verhält. Dazu schauen wir uns so einen Reihenschwingkreis nochmal an, getrieben von einer Spannungsquelle mit einem Widerstand, Induktivität und Kapazität. Und was ich jetzt nochmal hinschreibe, sind die Stromspannungsbeziehungen an den Bauelementen. Also an dem Widerstand ergibt sich die Spannung aus R mal I. An der Induktivität ergibt sich die Spannung aus der Induktivität mal der zeitlichen Ableitung des Stromes, also dI nach dt. Und an der Induktivität schreibe ich das mal so hin, der Strom ergibt sich aus der Kapazität mal der zeitlichen Ableitung der Spannung. So, wenn die Spannung, die jetzt von der Quelle kommt, die muss sich ja irgendwie hier aufteilen, wenn die sich jetzt recht langsam ändert, dann ist diese Ableitung hier klein, dann ist der Strom auch klein. Und wenn der Strom klein ist, dann ist die Spannung über den Widerstand klein. Und wenn der Strom klein ist und sich auch noch langsam ändert, dann ist auch die Spannung über der Induktivität klein. Irgendwo muss jetzt aber die Spannung von der Quelle hin. Und das heißt, die Spannung von der Quelle geht auf die Kapazität. Und deswegen dominiert die Kapazität eben bei tiefen Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz diesen Reihenschwingkreis. Das kann man jetzt auch noch so ein bisschen sehen, wenn man sich das Ganze nochmal im Frequenzbereich hinschreibt mit komplexen Zeigern. Also UR als Zeiger ist dann R mal I. UL als Zeiger ist J Omega L mal I, weil aus der zeitlichen Ableitung eine Multiplikation mit J Omega wird. Und wenn ich das jetzt mal hier andersrum hinschreibe, dann steht da U von C ist 1 durch J Omega C mal I. Und dann sieht man jetzt auch sehr schön, wenn wir unterhalb der Resonanzfrequenz sind, bei kleinen Frequenzen, bei kleinen Kreisfrequenzen, dann wird J Omega, wenn das Omega klein wird, wird die Spannung hier klein. Und wenn das Omega hier klein wird, 1 durch was Kleines ergibt was Großes, dann wird die Spannung halt groß. Und ja, dementsprechend, wenn die Spannung hier groß wird, der Strom wird klein. Wenn der Strom klein wird, wird die Spannung hier auch klein. Und das kann man auch vielleicht nochmal sehen, wenn man sich halt die Gesamtimpedanz des Reihenschwingkreises hinschreibt, dann ist das R plus J Omega L plus 1 durch J Omega C. Und hier ist wieder die gleiche Begründung. Bei tiefen Frequenzen, das wird klein, das wird groß. Das ist ja in dem Reihenschwingkreis, der Widerstand muss sowieso relativ klein sein, damit das Ding überhaupt schwingt. Und deshalb dominiert dann bei tiefen Frequenzen die Kapazität. Das sieht man jetzt auch noch mal sehr schön in einer kleinen Simulation. Also hier der gleiche Reihenschwingkreis, eine Spannungsquelle, ein Widerstand, eine Induktivität, eine Kapazität. Ich habe die jetzt mal sehr generisch mit Werten beschickt, sodass hier halt eine Resonanzfrequenz von 1 rauskommt. Und aktuell simuliert hier LTSpice mit einer Frequenz von 0,1. Und wenn man das jetzt mal durchlaufen lässt und sich hier verschiedene Spannungen anschaut, zum Beispiel die Spannung über der Kapazität, sieht man, ich habe jetzt mal 4 Periodendauern hier, die sieht so aus, hier geht von der Quelle 1 Volt drauf und diese 1 Volt, die kommen auch nahezu komplett an der Kapazität an. Wenn man jetzt noch die Spannung an der Induktivität dazu nimmt, sieht man, da passiert kaum was, weil die Spannung an der Induktivität so klein ist. Wenn ich noch die Spannung an den Widerstand dazu nehme, passiert da auch kaum was. Und wenn man sich den Strom dazu anschaut, sieht man, das ist genauso, wie man das eigentlich auch an einer reinen Kapazität erwarten würde. An Kapazitäten, die Spannungen sich verspäten. Ja, deswegen hat der Strom erst sein Maximum und die Spannung halt später sein Maximum. Und wenn man sich dazu jetzt nochmal einfach die reine Spannung an einer Kapazität anschaut, ohne das R und das L und den Strom dazu, stellt man fest, das sind genau die gleichen Verläufe. Und das zeigt eben sehr schön, ein Reihenschwingkreis bei Frequenzen deutlich unterhalb der Resonanzfrequenz, hier ist das ein Zehntel der Frequenz, verhält sich eben wirklich wie eine reine Kapazität.